idealism prevails. Make the world a better place. Also, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich grüße Sie alle herzlich bei einem weiteren, glaube ich, hochinteressanten Abend im BSA, der Bund Sozialdemokratischer Akademikerinnen, Intellektueller und Künstlerinnen. Wir haben ja regelmäßig, wie Sie wissen, Diskussionsveranstaltungen, und zwar nicht nur, weil wir uns freuen, dass wir besonders hochkarätige Gäste haben, sondern vor allem auch, weil es uns wichtig ist, in Zeiten wie diesen auch die Diskussion, den Diskurs zu pflegen, den Austausch von Meinungen und auch darauf eingehen zu können. Wir halten das für besonders wichtig. Wir sind, für die, die es noch nicht wissen, eine Art Vorfeldorganisation der SPÖ mit etwa 8000 Mitgliedern über ganz Österreich, die eine 75-jährige Geschichte mittlerweile hat, gegründet 1946, dann wahrscheinlich sogar eine unrühmliche Zeit, als auch begonnen wurde, ehemalige Nationalsozialisten sozusagen zu reintegrieren, nicht zuletzt auch über den BSA damals. Das hat auch längere Zeit gedauert. Es war über viele Jahre auch eine, heute würde man sagen, Netzwerkorganisation. Und diese Geschichte wurde im Jahr 2005 sehr lückenlos und auch, glaube ich, gut wissenschaftlich aufgearbeitet. Der damalige Präsident Caspar Einem hat eine Publikation veranlasst mit dem Titel Mut zum aufrechten Gang. Und wir haben seit damals diese Zeit, glaube ich, auch gut dokumentiert. In der Zwischenzeit ist der BSA zu einer sehr vielfältigen Organisation geworden. Wir machen ganz viel Denkarbeit. Wir sind eine Art Think Tank geworden, aber auch versuchen in einer Art Akademie junge Menschen auch gut auszubilden und politisch, jetzt nicht sozusagen im Sinne einer Kaderschule, aber doch zu schulen und auch sozusagen in sie für bestimmte Führungspositionen auch vorzubereiten. Im Wesentlichen geht es uns aber jetzt darum, dass wir in dieser Zeit die entsprechenden Diskussionen führen, dass wir inhaltliche Diskussionen führen, und da gibt es wöchentlich mehrere davon, und ich lade Sie auch herzlich ein, in Zukunft über unsere Homepage sich einzuschalten und auch zu informieren. Damit lasse ich es auch schon bewenden. Ich wünsche einen sehr, sehr anregenden Abend. Die Frau Generalsekretärin wird die hochkarätige Diskussionsrunde vorstellen. Bedanke mich, dass Sie dabei sind. Bedanke mich bei Ihnen als Gäste. Und jetzt auf zur Diskussion. Danke vielmals. Vielen Dank, lieber Andi. Ich freue mich besonders, dass wir heute so hochkarätige Gäste bei uns haben und dass wir jetzt nach der Innensicht, die wir vor gut zwei Wochen beleuchtet haben, nun auch die Außensicht auf den House of Kurz beleuchten können und die Message Out of Control, wie es mittlerweile heißt. Aber eigentlich geht es um die Entzauberung von Sebastian Kurz und wie das in Europa wahrgenommen wird, darüber möchten wir uns heute unterhalten. Und da, in diesem Sinne, darf ich heute vor allem auch mal die Professorin, Doktorin Ruth Wodak begrüßen. Sie ist Sprachwissenschaftlerin. Guten Abend, Entschuldigung. Sie ist Sprachwissenschaftlerin und Autorin der wiederaufgelegten Politik mit Angst, neu aufgelegt, mit ganz viel Zusatzwissen, wie ich erfahren habe, also Kaufempfehlung von meiner Seite. Sie ist Professorin für Diskursforschung an der Lancaster University und für angewandte Linguistik an der Universität Wien. Also einen schönen Abend. Willkommen. Okay. Dankeschön. Ich begrüße auch den Matthew Kanitschnik, und ich hoffe jetzt sehr, dass ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Matthew oder Kanitschnik? Matthew oder Kanitschnik? Was bevorzugt wird da, bin ich? Nein, es war beides sehr, sehr gut, danke. Nein, ich meine nur, die meisten haben Probleme mit Kanitschnik, aber in Österreich ist das nicht ganz. Meistens, glaube ich, das Problem. Ja. Willkommen. Sie haben einen journalistischen Werdegang über mehrere hochkarätige Blätter hinweg. Vom Wall Street Journal ging es jetzt zum US-Nachrichtenmagazin Politico, wo Sie aktuell der Chefkorrespondent für Europa sind. Und der Autor des im April erschienenen kontroversiellen Kurzporträts und heute auch vom Teil 2.
für den ich hier mit Werbung machen möchte. Ich habe vorher gelesen, sehr interessant, sehr spannend und sehr lesenswert. Zu guter Letzt begrüße ich natürlich auch, und da freue ich mich natürlich auch besonders, den Florian Schäuber. Ich glaube, ich müsste ihn eigentlich nicht vorstellen, aber ich zähle es jetzt einfach einmal auf. Satiriker, Kabarettist, Autor, Schauspieler, Kolumnist bei der Tageszeitung Der Standard und natürlich auch Gestalter einer Reihe im Podcast des Falterradios. Willkommen. Freut mich, hallo. Und mit heute mit einer sehr schönen Aussicht, wie wir vorher schon festgehalten haben. Ja, keine Fototapete, ist echt. Keine Fake News. Es gibt keine Fake News. Ich würde gerne starten mit Ihnen, Herr Kanitschnik, so jetzt bin ich doch drüber gestolpert. Und zwar, Sebastian Kurz wurde schon früh gefeiert als politisches Wunderkind hier in Österreich, europaweit. Ein österreichischer Bundeskanzler mit 31, jung, kultiviert, vermeintlich der Lieblingsschwiegersohn der Nation hier in der Republik. Und die neuesten Ermittlungsergebnisse und Chatprotokolle zeichnen nun doch ein anderes Bild. Nämlich ein Bild eines eher rücksichtslosen Strippentiers, der bereit ist, alles zu tun und seine persönliche Agenda durchsetzen zu können. Meine Frage, sehen wir gerade einen Politiker beim Erwachsenwerden zu seinem politischen Erwachsenen selbst, oder schlittern wir in Österreich stetig, aber doch in Richtung autokratische Tendenzen, wie wir es aus vielen Nachbarländern in Osteuropa kennen? Ich glaube, die Gefahr dazu besteht auf jeden Fall. Das haben wir heute geschrieben, also mit diesem Vergleich zu Orbán und anderen in Zentral- und Osteuropa. Aber Österreich hat ja viele Vorteile, vor allem eine starke Presse, eine kritische Presse, eine starke Opposition noch. Aber die müssen ja alle darauf reagieren und zeigen, warum das, was jetzt in Österreich passiert, nicht normal ist. Weil die Gefahr, die besteht, ist, dass man sagt, naja, die sind ja alle so, und das hört man schon aus den Münden verschiedener Politiker. Es hat ja ein Interview im ORF-Radio vor ein paar Tagen mit dem Landeshauptmann in der Steiermark gegeben, wo er gemeint hat, naja, also das wissen wir schon von den Roten, was die alles gemacht haben mit Inseraten und so weiter. Und viele werden sich denken, naja, das stimmt eigentlich, das war immer so. Was anders ist, ist diese Steigerung, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Gerade bei dem Beispiel mit den Inseraten, eine Verdreifachung. In den nächsten Jahren werden die 180 Millionen Euro für diese Werbung ausgeben, vor allem an die Kronenzeitung und an Heute und so weiter. Und das sind Dinge, die natürlich nicht in Ordnung sind, aber man braucht eine kritische Presse, um zu sagen, österreichische Bevölkerung, ihr müsst ja was unternehmen, weil so geht es nicht weiter, weil sonst führt es, glaube ich, zu einer politischen Kultur, wo eben das als Normalität wahrgenommen wird, und dann gibt es vielleicht ja keinen Weg zurück mehr. Und das ist, glaube ich, jetzt, also erleben wir ein sehr wichtiger Zeitpunkt, weil die Maske ist gefallen sozusagen. Durch diese Chatprotokolle wissen wir, was wirklich hinter den Kulissen passiert und wie sie nicht nur miteinander, mit der Opposition und mit der Presse umgehen. Und er kann, glaube ich, nicht mehr so leicht weiter tun, weiter würsteln wie bislang. Danke. Frau Wodak, wir alle kennen ja also den vermeintlichen neuen Stil des Sebastian Kurz und der neuen ÖVP und diese in der Öffentlichkeit stehenden Persona des kultivierten, jugendlichen, innovativen Politikers, wie wir es gerade hatten. Und das wurde jetzt mit den Textnachrichten zerstört, wie der Herr Kranitschnik gerade korrekt aufgezeigt hat. Aufgedeckt wurde ein wirklich sehr eng miteinander verbundenes Netzwerk an Akteuren aus Verwaltung, Privatwirtschaft, Medien, welches sich zusammengeschlossen haben, aber eigentlich im Hintergrund, um an der Umsetzung der eigenen Interessen zu arbeiten. Sie haben das ja schon sehr treffend ausgedrückt und sind ja da auch zitiert worden vom Herrn Kratischnik in seinem ersten Artikel, nämlich aus dem neuen Stil wurde ein Alles ist möglich.
Wann aus Ihrer Sicht war der Zeitpunkt erreicht, wo vor allem, ich meine, die Öffentlichkeit, aber auch die europäische Öffentlichkeit, wann hat sich das Politwunder Sebastian Kurz in der europäischen Öffentlichkeit und eigentlich in der Öffentlichkeit selbst entzaubert? Naja, ich glaube, das sind verschiedene Fragen und verschiedene Zeitpunkte, die Sie da ansprechen. Und ich würde gerne erst einmal anschließen an meinen Vorredner, nämlich die Frage, was macht man dagegen, dass das nicht alles einfach akzeptabel und normal wird? Also ich empfinde das, und das zeigen ja auch viele Studien, die wir gemacht haben als Diskursforscher und Forscherinnen, dass es nicht nur in Österreich, sondern auch sonst wo eine Art schamlose Normalisierung eingetreten ist, nämlich dass plötzlich Äußerungen, Argumente, aber auch Handlungen akzeptabel werden, die es bislang nicht waren. Und dass es schwer absehbar ist, wo eigentlich die Grenze zu setzen ist. Also wenn wir uns nur kurz erinnern an Berlusconi, ist nicht so lange her, aber natürlich noch viel rezenter, Trump, aber auch Boris Johnson und eben auch Kurz, Orban und andere. Man hat den Eindruck, dass wir die Grenzen des Möglichen, des Sagbaren und dann auch des Machbaren, ja, weil es bleibt ja nicht nur beim Wort, sondern das Wort leitet das ein und unterstützt und begleitet das, werden ausgelotet und ausgetestet. Und dann gibt es vielleicht irgendwo einen Punkt, wo es dann zu viel wird. Ja? Und der ist dann unterschiedlich. Also darauf könnten wir vielleicht noch später eingehen. Ich habe mich ein bisschen damit befasst. Bei Berlusconi war es ja offensichtlich dann, waren es diese Partys mit den minderjährigen Prostituierten. Bei Trump waren das die zu vielen Toten bei Covid. Und es gibt also so Punkte, wo es dann zu viel wird. Ja? Und wenn auf Ihre Frage jetzt genauer noch einzugehen, wann das so klar geworden ist, glaube ich, auch ganz unterschiedlich. Also ich erinnere mich, dass ich eine Gastprofessur in Schweden hatte, in Malmö, und das war genau zur Zeit des Wahlkampfs 2017, als Kurz aufgetreten ist und in der Stadthalle, also so eine Inszenierung war, plötzlich war alles türkis und alle haben also irgendwie gleich ausgeschaut, und es war also sehr klar inszeniert von der Farbe, vom Auftreten, von der Bühne, von der ganzen Performance. Und ich bin unglaublich erschrocken, wie ich das gesehen habe. Ich habe mir gedacht, also so eine Inszenierung, bei den amerikanischen Conventions vor der Wahl erlebt man auch eine Inszenierung, aber die ist etwas chaotischer und bunter mit Luftballons und allem Möglichen. Aber es hat mich erinnert an wirklich autokratische, totalitäre Staaten, wo so alles in eine Richtung gedrängt wird, einfärbig eben mit bestimmten Messages, die auch kontrolliert werden. Ich habe das damals meinen Kollegen gezeigt, meinen schwedischen Kollegen, und die waren nicht nur verblüfft, die waren entsetzt. Ich habe gesagt, das gibt es doch nicht, in einem westlich-europäischen Land sozusagen irgendwie doch eine intertextuelle, zumindest Erinnerung an andere Zeiten beziehungsweise auch an andere Länder. Und es hat immer wieder solche Punkte gegeben, die vielleicht gar nicht so auffallen, außer man schaut das sehr bewusst an, wie wir das machen. Also eben, wir schauen uns ja eben alle Bilder und Texte und Interviews und so weiter genau an. Und es gibt immer wieder solche Brüche. Ein anderer Bruch war, wie Sebastian Kurz gesagt hat, angesichts der ertrinkenden Flüchtlinge im Mittelmeer, man wird sich an solche Bilder gewöhnen müssen. Und ich habe mir damals gedacht, es muss ein Aufschrei kommen. Warum muss man sich an ertrinkende Flüchtlinge gewöhnen? Also es gab immer wieder solche Punkte. Und jetzt haben wir auch so einen Punkt, wo wir den Blick in die Backstage, wie wir das nennen, in der Politik bekommen. Aber es verschwimmen die Grenzen zwischen Frontstage und Backstage. Und das sieht man ja ganz klar an der Benutzung der Smartphones. Alle Politiker, Politikerinnen sind ja offensichtlich immer online und offline gleichzeitig. Und die Kompetenz, mit diesen neuen Medien umzugehen, scheint nicht sehr groß zu sein. Ja, also daher
sind die Grenzen offenbar verschwommen, sind gebrochen und wir haben plötzlich diesen Einblick in die Backstage bekommen. Nun, Backstage ist immer anders als Frontstage bei allen politischen Parteien, überall. Ich habe Untersuchungen auch im Europäischen Parlament dazu gemacht. Natürlich wird gedealt, natürlich wird im Korridor gesprochen und so weiter. Aber diese Chatprotokolle haben schon einige linguistische Einzigartigkeiten, kann man so sagen, die eine ganz andere Sicht erlauben als eben der sozusagen neue politische Stil, der da angekündigt worden ist. Also vielleicht kann ich es einmal damit belassen und wir kommen noch darauf zurück. Aber vielleicht nur wichtig ist, dass dieser Gruppenjargon, der da offensichtlich wird zwischen Menschen, die einander sehr gut kennen und offenbar sehr befreundet sind, diese Hinweise, die Emojis, eine gewisse Regression, die in so einer Gruppe stattfindet. Man könnte ja fast sagen, das sind ist pubertäres Sprachverhalten über ganz, ganz komplexe Themen und staatstragende Praktiken, wo so ein Widerspruch entsteht zwischen diesem Jargon einerseits und dem Thema, über das gesprochen wird. Herr Schäuble, Sie kennen sich ja mit Backstage normalerweise gut aus. Erkennen Sie ähnliche Tendenzen? Ich würde einmal dazu ganz gerne sagen, dass Ja. der jetzt gemachte Vergleich mit Orban, Trump und Berlusconi nur teilweise stimmig ist, meiner Meinung nach, weil ein wesentlicher Unterschied ist, dass es sich bei Trump, Orban und Berlusconi um Kriminelle handelt. Das sind Silvio Berlusconi ist deshalb in die Politik gegangen, um seiner Haftstrafe zu entgehen. Bei Trump ähnlich, bei Orban ist es passiert. Er ist im Laufe seiner Politikerkarriere zu einem Kriminellen geworden, der mittlerweile eine Familienbande aufgezogen hat in seinem Umfeld, die ganz normale kriminelle Handlungen macht. Das wissen wir von Sebastian Kurz nicht. Ist zumindest bislang nicht bekannt und deshalb muss man da, finde ich, diesen Vergleich ein bisschen aufpassen. Vergleichen kann man sehr wohl das Element, dass Dinge in diese Person hinein projiziert werden. Und das ist bei Kurz besonders stark passiert. Es haben unterschiedlichste Leute aus unterschiedlichen Richtungen Dinge in seine Person hinein projiziert. Und die Sachen, die jetzt aufkommen oder aufgedeckt werden, können dazu führen, dass für gewisse Leute Illusionen zusammenbrechen, weil natürlich Sebastian Kurz sich auch verkauft hat als Erneuerer, als jemand, der für einen neuen Politikstil steht und genau eben die verkrustete System einer großkoalitionären Aufteilung der Republik dagegen etwas tut, etc. etc. Also, das ist bis zu einem gewissen Grad mit dem Haider vergleichbar. Ja, wir stehen aber, das muss uns auch bewusst sein, da erst am Anfang. Also wir wissen von den Chat-Protokollen, es sind 323.600 allein von Thomas Schmidt. Ich erinnere an den Andreas Mölzer, der gesagt hat, über das Handy vom Strache, das wird noch Stoff für die nächsten 10 Jahre liefern. Das sind aber ein Bruchteil neuer Botschaften. Das heißt, wie lange wir mit uns das Handy von Thomas Schmidt Stoff liefern wird, lässt sich noch nicht absagen. Ich bin mir nur ziemlich sicher, dass es schon in nächster Zeit viele sehr, sehr interessante Sachen da dazu kommen werden, die das Bild die Karten neu mischen werden und auch ein neues Bild machen werden. Und diese Tendenz, die ich vorher angerissen habe, von wegen, es werden Illusionen zusammenbrechen bei Leuten, die in Sebastian Kurz etwas gesehen haben, was er wahrscheinlich gar nicht ist, das wird sich verstärken. Wie stark es wird, das lasse ich derweil einfach noch nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall jetzt mit den jetzt schon veröffentlichten Mails einiges an Erkenntniswert drinnen, gar keine Frage. Wenn wir dann auf den heute vom Herrn Kraniczny veröffentlichten Artikel eingehen wollen, es dreht sich ja alles um den War of Media des Sebastian Kurz und da geht es ja vor allem auch um den Freiheitspreis der Medien. Also Sebastian Kurz hat von Anfang an auf Social Media, hat gewusst, wie Social Media für sich einsetzen kann. Er und sein Umfeld wissen auch, die Medien für sich einzusetzen. Geschieht durch unterschiedliche Instrumente, finanzielle Erpressung, Kontrolle, auch oft Einflussnahme, wie man berichtet bekommen hat. Sie haben das Konzept Medien für sich perfektioniert. Ein Höhepunkt für ihn persönlich muss
unter anderem heute der Freiheitspreis der Medien sein, den er verliehen bekommen hat. Das ist ein Preis, der steht für Meinungsfreiheit, politischen Dialog, Demokratie. Und Preisträger ist ein Bundeskanzler, der eben die Freiheit der kritischen Medien laufend doch unterminiert und auch im Schatten der aktuellen Skandale die Kontrolle über sein System der Medien eigentlich verliert. Und jetzt frage ich mich ganz simpel, und auch weil Sie den Artikel heute schon verfasst haben, passt das denn eigentlich zusammen, ein Bundeskanzler Sebastian Kurz und ein Freiheitspreis der Medien? Sie fragen mich jetzt? Ja. Ja, natürlich nicht. Also das passt überhaupt nicht zusammen. Ich möchte kurz auf das, was Florian Schäuble gesagt hat, eingehen. Natürlich ist Kurz kein Orban oder kein Berlusconi, noch nicht. Und das wird er wahrscheinlich auch nicht werden. Aber ich finde es ja trotzdem wichtig, den Blickwinkel ein bisschen zu erweitern hier, was die politische Kultur angeht. Weil selbst wenn Sebastian Kurz in den nächsten Wochen oder Monaten die politische Bühne aus irgendwelchem Grund auch immer verlassen muss, wird er einen Scherbenhaufen hinterlassen. Und er ist ja selber nicht aus heiterem Himmel gekommen. Das ist ja eine Weiterentwicklung dessen, was in Österreich in den letzten so 20, 30 Jahren passiert ist, würde ich meinen. Also der letzte, es geht nicht nur um Sprache, würde ich sagen, es geht ja vor allem ja um Integrität. Und der letzte Bundeskanzler, der halbwegs integer war, meiner Meinung nach, war der Franitzky. Und seitdem ging es ziemlich steil bergab. Und wenn man sich an die ganzen Skandale der frühen 2000er erinnert, unter Schwarz-Blau und auch danach, und wenn man sich ja anschaut, was Herr Gusenbauer jetzt macht zum Beispiel, und diese ganzen Vorgänge haben tiefe Spuren in der Politik, in der politischen Landschaft hinterlassen und schaden letztendlich der Kultur. Und ich glaube, das ist die Hauptgefahr. Also es geht hier nicht um die Chats. Also es ist ja natürlich immer peinlich, wenn man persönliche Chats von irgendwelchen Politikern liest oder Anrufe. Also das hat man ja auch bei Nixon gesehen. Also das ist natürlich ist höchst unangenehm. Das möchte ja auch einer freiwillig preisgeben, solche Kommunikationen. Aber das zeigt doch ja ein Sittenbild. Was die Medien angeht, also dieser Preis, das ist natürlich keiner kennt den Preis, das ist ein Pimperlpreis, aber allein die Tatsache, dass er ja hingeht, dass er nach München fliegt, um diesen Preis entgegenzunehmen, den keiner kennt, das ist ja auch bezeichnend. Nicht? Und es geht ja um die Inszenierung, um den Österreichern zu sagen, schaut her, ich werde von Brandstätter und von allen diesen linken Journalisten in Österreich angegriffen, aber die Deutschen, die mögen mich, es sind so die großen Herren der deutschen Wirtschaft. Ich werde von denen hofiert und er macht ja seinen Diener und spielt den kleinen, bescheidenen Österreicher und nimmt diesen Preis, der irgendwie in einer Schmiede des bayerischen Königs gemacht wurde, offensichtlich entgegen. Und geht dann relativ zufrieden nach Hause. Das hat hier nichts mit Freiheit der Medien zu tun. Das hat der Verleger uns gegenüber bestätigt. Das hat ja keine Ahnung, was sich in Österreich abspielt. Und er hat ja auch gesagt, ja, das interessiert ihn ja gar nicht, der Herr Weimer. Weil Sie sehen Kurz als Galionsfigur der Konservativen in Europa, als jemand, den Sie... Also diese Art von Politiker, von konservativen Politiker, hätten Sie auch gerne in Deutschland nach all diesen Merkel-Jahren. Aber das ist ja eine wichtige Taktik des Sebastian Kurz. Und ich finde, dass die deutschen Medien oder viele deutsche Medien haben hier eine ziemlich unrühmliche Rolle gespielt, weil die machen da mit. Also es hat ja ein sogenanntes Interview nach dieser Preisverleihung heute gegeben. Es hat ja keine einzige kritische Frage gegeben. Es gab vor ein paar Wochen eine ähnliche Inszenierung in Wien mit Gabor Steingart, dem früheren Herausgeber des Handelsblatts, der jetzt eine so Morgen-Newsletter veröffentlicht. Und es war so ein ähnliches
Muster. Also Kurz wird von deutschen, konservativen deutschen Medien gefeiert und natürlich geht er darauf ein, nicht weil ihm Deutschland so wichtig ist, Deutschland ist natürlich für ihn wichtig, aber es ist vor allem für das Heimatpublikum bestimmt. Frau Budak, möchten Sie dazu? Ja, ich denke, das ist ganz wichtig, dieser Punkt, den Sie jetzt genannt haben, Herr Kanitschnik, nämlich die Ablenkungsmanöver. Also natürlich ist das auch nicht ein kurzes Phänomen, sondern etwas, was wir von vielen Politikern und Politikerinnen kennen. Nur ist das momentan, also in den letzten Jahren, wirklich, denke ich, sehr clever eingesetzt worden. Und dazu dienen diese vielen Spin-Doktoren und Spin-Doktorinnen und diese ganze Masse an PR-Menschen, die da angestellt sind, nämlich, dass man immer dann, wenn es kritisch wird oder ein Problem auftaucht, also gibt es mehrere Möglichkeiten. Das eine ist, einen Sündenbock zu suchen, also auf dem man das abladen kann. Und das andere ist eine Ablenkung, zum Beispiel, indem man also dann nach Deutschland fährt, ein völlig anderes Thema einbringt und dadurch eine potenzielle tiefergehende Debatte einfach verunmöglicht. Und das ist nicht nur bei den deutschen Medien unrühmlich, wie Sie das gesagt haben, oder zumindest bei manchen. Also in der Zeit oder in der Süddeutschen habe ich schon ganz andere Berichterstattungen auch gelesen, sondern das gibt es auch hier, also in Österreich, dass die Medien und fast alle, muss man leider sagen, einfach bei diesen Themensetzungen mitmachen. Und da funktioniert eben diese Message Control, dieser Themensetzungen täglich, wöchentlich, wirklich überraschend gut. Weder werden Untersuchungen oder Recherchen über längere Zeiträume weitergeführt. Also es wird einfach sehr fragmentiert berichtet und immer wieder was Neues eingebracht. Nun kenne ich das ganz gut aus der Untersuchung rechtspopulistischer Parteien. Ich habe das damals das Perpetuum mobile des Rechtspopulismus genannt, nämlich ständig zu provozieren und zu skandalisieren und damit alle in Schach zu halten und alle laufen sozusagen ständig diesen neuen Skandalen nach. Hier ist es ein bisschen anders, nicht? Es werden einfach Skandale verhindert bzw. abgebrochen, indem ein neues Thema gesetzt wird oder man zumindest versucht, das zu setzen. Und gleichzeitig jene diffamiert, die weiter daran arbeiten wollen. Und wir sehen schon stark, und das ich möchte auch nicht gleichsetzen Berlusconi jetzt mit Kurz, also da gebe ich Herrn Schäuber völlig recht, aber vieles an der Rhetorik ist ähnlich. Ja? Und da sehen wir, dass plötzlich Skandale verhindert werden, indem man diese neuen Themen setzt und die Aufmerksamkeit woanders hinrichtet und alle folgen dem auch wieder oder fast alle. Und das verhindert sozusagen eine kohärente Berichterstattung, eine tiefergehende über manche sehr komplexe und schwierige Themen. Und da bieten sich immer wieder an, also dass die Kopftuchdebatte, ja, also das ist eigentlich schon vorhersagbar, immer wenn es kritisch wird, taucht das Kopftuch irgendwo auf, entweder in der Volksschule oder in der Mittelschule oder irgendwo, ist immer interessant, aber auch eben die EU. Und das war jetzt in letzter Zeit ganz stark der Fall, dass also viel Berichterstattung sich sofort abgewendet hat und eben über die Impfproblematik und die Impfstoffbeschaffung und all das berichtet hat, obwohl gleichzeitig Fragen von Korruption am Tisch waren, der Untersuchungsausschuss ganz wichtig war. Und dann werden also diese kritischen Journalisten, Journalistinnen und auch diese Medien diffamiert und auch der Untersuchungsausschuss wird diffamiert, also erst am Sonntag als Löwinger Bühne bezeichnet. Das heißt, es tritt auch eine Verachtung
und eine Herabsetzung demokratischer Institutionen ein. Und das meine ich, da geht es wirklich in Richtung Urbanisierung und einer Normalisierung, einer Akzeptanz von Äußerungen und Handlungen, die so bisher nicht hier in Österreich vorhanden waren, trotz der richtigen Chronologie, die Sie, Herr Kanitschnik, gemacht haben. Herr Schäuble, möchten Sie dazu noch Stellung beziehen oder sollen wir weiterziehen? Ja, also ich glaube, dass das, ich gebe völlig recht, dass das natürlich Nebelgranaten einer nach der anderen, dieser Preis ist völlig irrelevant. Es ist eigentlich die Zeit, schaut darüber, darüber redet, ob der den Preis verdient hat, weil das ist ein Juxpreis, den kann man sich beim Witte auf der Windzeile kaufen, wenn man sich auf Krone aufsetzt dort und sagt, ich bin König, den gleichen Effekt, wie es ist, einen Preis zu übernehmen. Ich glaube nur, dass diese Form der Message Control nicht mehr so perfekt funktioniert. Das haben einfach die letzten Wochen gezeigt. Wenn die Frau Köstinger sagt, das ist der, die, wenn der im U-Ausschuss kann nicht mehr weiterhin Wahrheitspflicht gelten, weil sonst wird er zur Löwinger Bühne, heißt das ja in logischer Konsequenz, er hält scheinbar die Löwinger Bühne für Dokumentation. Weil es hat nicht überrissen, dass die Löwinger Bühne fiktional ist. Und nicht einmal die Message-Kontrolle in den regierungsnahen Medien funktioniert. Also wir sehen sie jetzt in der Blümel-Debatte. Nicht einmal die manipulierte Umfrage beim Kurier mehr bringt eine Meinung, eine Mehrheit dafür, dass Gernot Blümel in seinem Amt bleiben soll. Da wurden in letzter Zeit einfach ein paar rote Linien überschritten, die den Leuten nicht völlig wurscht sind. Es ist den Leuten nicht egal, zu sagen, der Finanzminister der Republik Österreich kümmert sich nicht um die Beschlüsse des Verfassungsgerichtshofes und verweigert die Mitarbeit. Das ist nicht mehr so. Also man spürt ja auch die Unsicherheit und immer mehr Chefredakteure melden sich und berichten davon, dass bei ihnen persönlich interveniert wird, dass der Kanzler selber mehrmals am Tag anruft, was ja auch peinlich ist im höchsten Maße, dass er für sowas nicht einmal eigene Leute hat. Ich meine, er hat genug eigene Leute, aber offensichtlich ist es ihm so wichtig, dass er es persönlich machen muss. Das ist ja nicht unbedingt ein Zeichen von Stärke, wenn das läuft. Und deshalb meine ich, dass ja, es gibt Tendenzen Richtung Urbanisierung, aber wir sind Gott sei Dank noch um einiges weiter davon entfernt. Also wenn ich ein Beispiel aus dem Ausland heranziehen möchte, dann würde ich mir momentan die Diskussion in Israel anschauen. Was da gerade passiert, das ist interessant. Netanyahu bekommt eben Probleme, weil er Zeitungen gekauft hat, weil er Berichterstattung gekauft hat in Israel. Und ich bin überzeugt, wenn wir diese Diskussion jetzt einen Monat später führen, wird das zentrale Thema in Österreich sein. Und wir werden über viele Dinge sprechen, die wir heute nur noch theoretisch behandeln, werden dann relativ konkret da am Tisch liegen. Und da werden wir uns dann anschauen, wie es mit der Unabhängigkeit der Medien in Österreich tatsächlich ist. Und das sehe ich derweil zumindest noch genug Gegenpower, die dagegen anhält. Allein die Tatsache, dass solche Vorgänge, wie sie beim Kurier passiert sind, wie der Kurier unter Message Control gekommen ist, wie die Regierung versucht hat, also die türkise Partei konkret, diese vorher unabhängige Zeitung in den Griff zu bekommen, mit welchen Personalentscheidungen etc., dass das immerhin jetzt bekannt wird in der Öffentlichkeit, ist, dass das transparenter geworden ist, ist sehr, sehr positiv und da gilt es dran zu bleiben und ja, Nebelgranaten werden geschmissen, aber es liegt an allen anderen, die dann nicht damit einverstanden sind, dann wieder den Nebel wegzufächern, sagen, schauen wir wieder auf das, was wirklich passiert momentan. Herr Kranitschnik, hat sich Sebastian Kurz schon mal bei Ihnen persönlich gemeldet? Nein, das fand ich auch interessant jetzt in den letzten Tagen, weil wir haben ja mehrfach versucht, ihn zu erreichen und ihm die Gelegenheit zu geben, sich zu diesen Vorwürfen über seine Medienarbeit zu äußern. Diese Möglichkeiten hat er nicht wahrgenommen, mit der Begründung, dass sie momentan sehr viel zu tun haben mit der Bekämpfung der Pandemie, was man nachvollziehen kann. Ich fand es aber interessant, dass er heute trotzdem nach München geflogen ist, um diesen großen Preis zu bekommen. Ich möchte nur noch einen Satz zu dieser Geschichte mit der Wahrheitspflicht sagen. Ich finde, vor 20 Jahren hätte es diese Frage gar nicht gegeben. Das wäre ja eine Peinlichkeit, dass ein Minister
in der Pressestunde gefragt wird, ob die Wahrheitspflicht bei einem Untersuchungsausschuss gelten soll oder nicht. Ich meine, das ist ja eine Selbstverständlichkeit. Und das ist genau das, was ich meine. Das sind Dinge jetzt passiert, sind salonfähig geworden, dass man irgendwie ja fassungslos ist. Ja? Oder gestern zum Beispiel in der ZIP2 das Interview mit dem Finanzminister, wo er eine Viertelstunde lang seine Stellsätze wiederholen kann. Und die drehen weiter, wird ja nicht widersprochen. Ich schätze ja Herrn Wolf sehr, aber was gefehlt hat, war eine Analyse nachher darüber, was der Finanzminister von sich gegeben hat und was das für eine bodenlose Frechheit ist, wie er dort aufgetreten ist. Und das meine ich also mit der politischen Kultur. Darf ich dazu was sagen? Ich höre Sie nicht. Entschuldigung, ja. Ach, bitte gerne. Das finde ich ganz wichtig. Also ich bezeichne das als Schamlosigkeit. Ja, also als die schamlose Normalisierung, die wir da erleben. Und dass da eben wirklich sich Grenzen verschoben haben, wo man früher das sicher nicht so erwartet hätte. Und insofern ist es, denke ich, schon wirklich signifikant anders, was wir jetzt erleben, auch wenn immer wieder die Vergleiche mit früheren Skandalen und so weiter, und das hat es ja bei der Großen Koalition und bei den Roten und bei den Blauen und ich weiß nicht wo auch gegeben, ist es jetzt anders. Es ist auch deshalb anders und das ist mir ein wichtiger Punkt und ich bin neugierig, was Sie beide dazu meinen. Ich glaube, das ist deshalb auch anders, weil die türkise Partei ein grünes Feigenblatt hat. Also solange die Koalitionspartner das mithalten und sich nicht wirklich positionieren, beispielsweise in Causa Blümel, und meinen, naja, das ist nicht so schlimm, nicht? Solange kann der Blümel oder eben können diese Akteure eben dabei bleiben, dass es ohnehin nicht so besonders ist, nicht? Also es ist ohnehin okay, passiert jedem einmal, das gab es ja auch bei Ibiza nicht, aber damals haben alle sich dagegen gewandt und jetzt, wo vieles umgesetzt wird, was damals Fantasie war, gibt es sozusagen dieses grüne Feigenblatt. Und ich bin neugierig, wie das weitergeht, aber das ist also so ein Spezifikum, denke ich, dieser momentanen Situation, auf die sich die Türkisen immer wieder zurückziehen können. Weil wenn die Partei, die immer für Menschenrechte, für Transparenz und so weiter eingetreten ist, das mitträgt, dann muss es ja okay sein. Also diese Argumentation ist ja inhärent, nicht? Und das wollte ich einmal auch zur Diskussion stellen. Herr Schäuber, wie sehen Sie das grüne Feigenblatt der türkisen Regierungsmannschaft? Ja, ob es nur ein Feigenblatt ist, lässt sich noch nicht sagen. Ganz konkret, was ohne eine grüne Justizministerin hätten wir das System Bilnacek nach wie vor. Ob es dauerhaft besiegt ist, wissen wir noch nicht. Mal schauen, ob sie den langen Atem dafür hat und ob sie das durchsetzen kann. Aber wenn es wäre nicht möglich gewesen, die jetzige Situation, die wir haben, wenn nicht eine grüne Justizministerin zumindest bei den Hausdurchsuchungen der Konsequenz geblieben wäre und die Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft zumindest nicht zusätzlich behindert hat. Das muss uns allen bewusst sein. Wenn wir zum Beispiel jetzt weiterhin eine türkis-blaue Regierung hätten, würde es das alles nicht geben. Würde es keine Chat-Protokolle geben, würde es kein Strache-Handy, kein Schmidt-Handy etc. geben. Und Bilnacek würde nach wie vor im Verborgenen agieren. Und wir hätten Verdacht, warum das beim Eurofighter so gelaufen ist. Aber wir wüssten es nicht genauer. Da wissen wir jetzt mehr. Und deshalb will ich da noch nicht mein Urteil darüber abgeben, weil es ist offensichtlich, dass die Grünen in gewissen Bereichen nichts auszurichten haben und nichts zu melden haben. Ich möchte aber noch nicht sagen, dass das generell gilt. Die zwei
wesentlichsten Themen für die Grünen sind meiner Erachtens nach die Klimadebatte und die Korruptionsdebatte, Transparenzdebatte, Teto. Und wenn sie in den Punkten nachgeben, dann, ja, dann haben sie ein Problem. Aber bislang sehe ich es noch nicht und hoffe, dass sie da das selber auch wissen, dass sie sich selber aufgeben, wenn sie da nachgeben. Herr Kanitschnik, wie sehen Sie das und vor allem, wie ist denn die außerösterreichische Sicht zu diesem grünen Feigenblatt? Nimmt man das wahr? Ja, schon. Ich glaube, vor allem in Deutschland nimmt man das wahr. Und der Bundeskanzler ist heute gefragt worden, wie das so ist mit den Grünen und ob das ein Vorbild für die schwarz-blaue, schwarz-grüne Regierung, die mögliche in Deutschland sein könnte. Das Machtverhältnis ist natürlich ein bisschen anders. Also nach den jetzigen Umfragen in Deutschland wird es ja eher eine grün-schwarze Regierung sein, wenn überhaupt. Das werden wir aber erst im September wissen. Aber ich glaube, dass die Grünen in Österreich jetzt in einer ziemlichen Zwickmühle stecken. Weil einerseits wollen sie die Koalition nicht sprengen, natürlich, aber diese Vorgänge erhöhen fast täglich den Druck. Allein die Tatsache, dass Herr Schmidt, das ist ja ein weiteres Beispiel, ja, von etwas, was früher nicht gegeben hätte, denke ich, ja, dass er bleiben darf, ja, dass er sagt, ja, ich gehe dann, also ich werde meinen Vertrag nicht verlängern. Also nach allem, was wir jetzt über diesen Herrn wissen, ja, also gerade was in den letzten paar Tagen rausgekommen ist, also in Deutschland oder in den meisten europäischen Ländern, denke ich, hätte er sofort seinen Hut nehmen müssen. Und das ist wieder mal also diese Schamlosigkeit, ja, dass er sich nicht geniert, ja, oder dass die sich ja alle nicht genieren, das ist das, was mich wundert. Und auch, dass die Grünen, dass es ihnen ja mittlerweile nicht ja, ein bisschen peinlich ist. Ja? Weil es wird ja immer schwieriger für die Grünen, das zu rechtfertigen, glaube ich. Ja? Ist natürlich richtig, ja, also ohne die Grünen hätten wir Pilnacek nicht und wäre vielleicht vieles ja nicht rausgekommen. Aber die werden ja auch irgendwo eine Schmerzgrenze haben, denke ich. Wir erwarten alle noch die Schmerzgrenze. Aber es stimmt, ich muss vollkommen recht geben, es gab einige sehr wichtige Dinge, die es, glaube ich, ohne grüne Regierungsbeteiligung nicht geben würde. Frau Wodak, wollten Sie noch was sagen? Noch ergänzen? Nein, okay. Ich möchte eine weitere Frage in die Runde werfen und würde dann bei Ihnen, Frau Wodak, beginnen, aber ich stelle sie mal vorab. Ich frage mich, ob wir nicht auch die Medien in Österreich in die Kritik nehmen müssen. Wenn wir jetzt das Beispiel des Sebastian Kurz als Kommissionspräsidenten hernehmen, ein von der Tageszeitung Welt in Umlauf gebrachtes Gerücht, dass er 2024 Kommissionspräsident werden soll, und die österreichischen Medien nehmen diese Finden dann ohne viel Recherche und ohne viel Rückfragen auf und veröffentlichen dann teilweise sogar Zeitpläne, die dann tituliert werden mit seinem Weg zum EU-Boss. Müssen wir uns da nicht fragen, warum die österreichische Medien und auch Politiklandschaft oft so unreflektiert diese Gerüchte und Nebelgranaten aufnimmt? Naja, ich denke, da gibt es, also das ist eine komplexe Sache. Ja? Und das ist nicht so einfach, nur den Medien jetzt die Schuld zuzuschieben und sagen, naja, ihr müsst halt besser recherchieren. Also ich denke, dass diese Message Control, die so in Bewegung gesetzt wurde, hat ja verschiedene Aspekte. Ein Aspekt ist das sozusagen Aushungern von Medien. Also es gibt ja Subventionen und Förderung, aber nur für einige. Interessanterweise hängt die Größe der Förderung von der Auflagenzahl und dem Verkauf ab und nicht etwa, dass jene Medien oder Qualitätsmedien, die eben es eher brauchen, bekommen, sondern eigentlich eh jene Medien, die ohnehin schon sich sehr gut verkaufen und viel haben, Kronenzeitung beispielsweise. Also das Aushungern ist ganz massiv
Das hört man auch von Journalisten und Journalistinnen. Also Herr Schäuber wird das sicher besser wissen als ich, sozusagen als von außen, aber ich habe es von vielen gehört. Und es gibt eben gleichzeitig dieses Angstmachen, ja? Also eine Politik der Angst, mit der Angst, die da herrscht, nämlich eben zu intervenieren, zu drohen, in dem Sinn auch ökonomisch, ja? Also wenn ihr nicht brav seid und so weiter. Also das ist bekannt, die Interventionen sind auch bekannt, das wurde schon gesagt. Und dass selbst eben Kurz und seine Leute, also auch der Herr Fleischmann, da überall anrufen und das verteilen, ist ja wohl bekannt. Also insofern herrscht sicherlich bei vielen Angst und auch existenzielle Angst. Also es braucht schon irgendwie etwas Zivilcourage oder Mut, das zu schreiben, was man schreiben will und was man recherchiert hat. Und dafür braucht man aber auch ein Minimum an Existenzsicherheit. Also ich glaube, das muss man schon allgemein für die österreichische Medienlandschaft so sagen. Und es sind auch die Attacken, die Diffamierungen, mit denen Journalisten, Journalistinnen ausgesetzt sind, sicherlich schrecklich, jeweils subjektiv und individuell, ob das jetzt Florian Klenk vom Falter ist oder andere, als zack, zack, also was auch immer, da passiert eben vieles. Denken wir an Türkis Blau zurück, da war ja ganz offen, hat damals Kickl gesagt, manchen Medien geben wir einfach nicht die Informationen, den kritischen. Da war es explizit, ich denke, durch die Hintergrundgespräche, die ja stattfinden und wo selektiv Leute eingeladen werden und andere eben nicht, haben wir eine ähnliche Auswahl. Nur ist das jetzt wiederum eher in die Backstage und nicht so explizit. Also es sind viele Elemente, die, wo man auch erklären kann, dass nicht so viel Zeit und nicht so viel recherchiert und vieles einfach wiederholt wird, weil man also sich so unter Druck gesetzt fühlt. Umso eher muss man bekräftigen, es gibt doch kritische Medien, die sich trotz aller dieser Punkte und dieses Drucks sehr wohl in der Lage fühlen, sehr genau zu recherchieren und trotz der finanziellen Probleme. Wie weit das gehen wird und wie sich das weiterentwickelt, wage ich nicht zu sagen. Ob dann noch mehr Druck kommen wird oder nicht, ob noch mehr Diffamierungen geschehen werden oder nicht, wie man sich da wehren kann, ob man ununterbrochen zu Gericht wird laufen müssen. Ich erinnere mich an die Haider-Zeit, wo ständig geklagt wurde, auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wurden damals geklagt. Also ob das wieder eintritt, wir werden sehen. Also insofern ist das nicht so eine einfache Sache. Ja, mir geht das auch ab, dass nicht mehr recherchiert wird, nicht kritischer berichtet wird. Und es gibt auch einen Unterschied in der Kultur, in der Medienkultur, weil Sie das, Herr Kanitschnik, genannt haben, solche Interviews im Fernsehen. Also ich habe 12 Jahre in England unterrichtet und mit großer Freude jeden Tag Newsnight angeschaut, soweit ich dazugekommen bin. Verehre BBC, obwohl das auch nicht mehr sagen alle so gut ist wie früher. Es kam nicht vor, dass nicht mehrere Meinungen gleichzeitig vertreten sind. Ja? Also diese Kultur, die wir in Österreich haben, dass einer nur interviewt wird und nicht zumindest die andere Meinung vertreten wird oder zumindest nachher noch eine andere Meinung gehört wird, im O-Ton, auch mit genauso viel Zeit, nicht nur drüber gewischt, nicht nur ein Bild und sowieso hat auch das gesagt, das macht ganz viel aus. Und das würde auch solche Interviewsituationen, wie Sie sie beschrieben haben von gestern, und wir kennen das aus den letzten Wochen mehrfach und Monaten, verhindern. Also, dass man einfach nur eine Position lange hört und dann ist das abrupt aus und es gibt keinen Kommentar und es gibt keine Gegenposition.
Herr Schäuber, ist das nicht auch oft damit verbunden, dass diese Interviews jetzt voraufgezeichnet werden? Was sind Ihre Erfahrungen da, als auch als Journalist und Gestalter eines Podcasts auf dem Falter? Also ich möchte nur prinzipiell dazu sagen, das Dilemma der Mediensituation in Österreich ist seit vielen, vielen, vielen Jahren gegeben und das ist in erster Linie die Regierungsinserate. Es ist ein katastrophaler Zustand, dass in Österreich verdeckte Presseförderung mittels Regierungsinseraten gemacht wird. Um es sich hier nochmal vor Augen zu halten, pro Kopf wird in Österreich 10-mal so viel an Regierungsinseraten ausgegeben wie in Deutschland. Das ist europaweit ein Skandal, der begonnen hat, aber schon sehr früh auch den Werner Faymann muss man da mal ordentlich hernehmen, weil der mit diesem Wahnsinn ganz massiv verstärkt. Und jetzt wird es noch schlimmer und die Corona-Krise hat da natürlich noch eins extra draufgelegt. Die Zahlen, die da jetzt herauskommen, sind unfassbar. Ein Gourmet-Magazin eines ÖVP-Beraters, des Herrn Wolfgang Rosam, hat ein Inseraten-Plus, ein Regierungsinseraten von plus 438%. Das ist einfach, spottet jeder Beschreibung. Gegenhalten. Es geht nicht anders, das immer wieder aufzuzeigen. Und diese Mechanismen, die da laufen, immer wieder zu thematisieren. Und es zahlt sich auch aus, um ein positives Beispiel zu bringen. Ich habe vorher den Kurier erwähnt, der tatsächlich in der Chefredaktion politisch umgefärbt wurde. Das Ergebnis ist, dass der Kurier Leser verloren hat wie verrückt und erstmals hinter den Standard zurückgefallen ist in der Leserschaft. Das heißt, es ist nicht einfach ein Schicksal, dem man sich Gott ergeben hingeben muss und sagen, das ist einfach so und es ist ja Jammer und die Regierung ist so böse. Wir können nichts dagegen tun. Doch, man kann was dagegen tun, indem man eben sich dem genau nicht anpasst. Zur konkreten Frage von vorhin, ich fand das Interview von Armin Wolf eigentlich gut. Er hat ihn auf die richtigen Punkte angeredet und ist darauf geblieben. Viel mehr kann man nicht tun. Ich glaube auch nicht, dass wahnsinnig viele nach diesem Interview sich gedacht haben, der Gernot Blümel ist aber ein cooler Typ, weil sich der jetzt trotzdem nicht in die Enge treiben hat lassen und trotzdem immer so souverän gelacht hat noch. Da unterschätzt man, glaube ich, auch die Rezeptionsfähigkeit der Zuschauer. Das ist natürlich besser ginge und dass es natürlich auch im ORF schwierig ist und schwieriger wird, gerade in Zeiten, wo ein neuer Generaldirektor gewählt wird, ist es noch einmal extra heikel. Darum gibt es auch im ORF keine Satire mehr, was ja auch an sich ein erbärmlicher Zustand ist. Aber ja, man kann absolut dagegen halten und es ist richtig zu jammern. Und man muss es aufzeigen, aber es kann nicht die Konklusion sein, zu sagen, naja, es gewinnen die sich anpassen und die opportunistisch mitrennen und dann sagen, bis bei der nächsten Regierung schreiben wir wieder an. Das kann es nicht sein. Weil Sie gerade den Kurier und auch das Anpassen erwähnt haben, würde ich kurz gerne noch einmal nachfragen. Es kam ja heute, gab es ja einen Tweet vom Helmut Brandstätter, der ja der Chefredakteur des Kuriers war, bevor er umgefärbt worden ist. Und er hat sich ja gestern Abend sehr öffentlichkeitswirksam zu Wort gemeldet. Er hat berichtet, dass das System, dass er sich gegen das System Sebastian Kurz stellt, das offensichtlich gerade auch sein Privatleben angreift. Jetzt haben sich doch einige Persönlichkeiten aus Politik und Medien, und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, auch unter anderem Armin Wolf, hinter Brandstätter und hinter dieses Stellen gegen das System dazu gesellt. Und ist das nicht ein Zeichen des Aufgebärens der österreichischen Medien, aber vielleicht auch Politiklandschaft? Ich hoffe, dass es das ist, ja, das hoffe ich ganz stark, weil die ÖVP hat sowieso, ich glaube, der Kurz hat über 50 Mitarbeiter für die sozialen Medien allein. 80. Es ist ohnehin eine derartige Übermacht da und dann machen sie noch zwei zusätzliche Propagandamedien und holen sich so eine Figur wie den Herrn Schmidt dazu und es ist eh unglaublich, nur gleichzeitig sieht man, es greift auch nicht wirklich, weil der Express hat lächerlich wenig Zugriffe und die große Medienoffensive, die da geplant wird, ist bisher komplett verpufft. Also nicht auch sie größer schreiben, als sie sind. Und wenn ich als Journalist meine Sinzwetschgen auch noch irgendwie beieinander habe, muss ich drauf kommen, nein, natürlich muss ich dagegen anhalten. Und selbst in konservativen Kreisen wie bei den Leuten von der Presse kommen einige drauf. Also wenn wir uns mit dieser Partie weiter verheiraten, dann werden wir in Zukunft ein Problem haben und dann werden wir auch bei einigen unserer Leser ein Problem haben. Und wenn es ein Anlass ist, wie die Causa Brandstätter, ja,
Allerweit, aber Helmut Brandstätter hat sehr offen darüber gesprochen, wie politisch interveniert wird. Er hat das transparent gemacht und er steht dazu. Und ich glaube auch, dass er da ja, selber genug Mut und Entschlossenheit hat, das weiter durchzuziehen. Und da verdient er jede Unterstützung, absolut. Ja, Kanitschnik, weil auch der Herr Schäuber gerade die Satire, das mangelnde Satire-Magazin im ORF aufgegriffen hat. Jetzt gab es ja am Freitag die ZDF-Royalsendung zum Blümel und Sebastian Kurz und das System. Und es stellt sich, in Österreich, glaube ich, ist die Erkenntnis daraus gewesen, ja, gut zusammengefasst, aber nicht wirklich viel Neues. Aber jetzt stellt sich uns schon die Frage, und ich möchte gerne an Sie weitergeben, war das auch ein Weckruf für die deutsche Bevölkerung und für die deutsche Medienlandschaft? Bestimmt für viele, die sich in Österreich nicht so gut auskennen. Diese Sendung wird, glaube ich, von Millionen Menschen jede Woche, jedes Mal, dass sie gesendet wird, gesehen und auch online in der Mediathek und so weiter. Und das wird sich, glaube ich, ein bisschen herumsprechen, dass die Dinge in Österreich vielleicht nicht so sind, wie man sich gedacht hat. Und dass eben das alles ja nicht normal ist. Ich glaube, dass die Reaktion in Österreich war vielleicht ja auch vorherzusehen. Man mag es nicht, wie ich geschrieben habe, lächerlich gemacht zu werden. Das war also auch ein bisschen eine Karikatur des Landes, so habe ich das empfunden. Aber das setzt gleichzeitig, glaube ich, die Kurzregierung unter Druck international, weil sie bekommen so langsam ein anderes Image im Ausland, vor allem im europäischen Ausland. Und das ist natürlich auch eine Folge dieser Chat-Protokolle. Er hat ja eh schon, glaube ich, ein bisschen ein schwieriges Image in Brüssel gehabt aufgrund der Migrationsgeschichte. Und jetzt in letzter Zeit mit seinen Spielereien da bei den Verhandlungen über die Impfungen. Also es ist ja nicht so, dass er überall in Europa als Strahlemann gesehen wird. Das nicht. Aber es ist in Deutschland eher schon. Also das muss man unterscheiden, glaube ich, zwischen Deutschland und dem Rest Europas. Das bringt mich zum nächsten Block, den ich gerne einbringen möchte. Und zwar ist das, wie Sebastian Kurz auf europäischer Ebene wahrgenommen wird, nämlich auch im Zusammenhang mit der Europäischen Union. Jetzt war Sebastian Kurz auch lang so das Liebkind der Europäischen Union, der große neue Star der europäischen Konservativen. Und durch seine Angriffe und seine Bemühungen und die Strategie, immer das nationale Versagen mit dem Angriff auf die Europäische Union zu überdecken, sei es jetzt bei der Beschaffung der Impfdosen oder sei es bei der Erstellung des grünen Passes, der jetzt am Anfang ein Stück Papier sein soll. Die Frage, die sich mir stellt, ist, hat er Einfluss und Glaubwürdigkeit eingebüßt? Hat er da Schaden genommen? Ist er mittlerweile auf europäischer Ebene eine Person non grata oder wird er immer noch als große Hoffnung der europäischen Konservativen gesehen? Herr Kanitschnik. Ja, also ich glaube nicht, dass er als große Hoffnung der Konservativen gesehen wird. Er hat aber seine Freunde, ohne Zweifel. Also das haben wir heute ja wieder mal gesehen, dass der griechische Premier die Laudatio für ihn gehalten hat bei dieser Preisverleihung im Kreise der Europäischen Volkspartei. Wird er immer noch relativ positiv betrachtet, würde ich sagen, obwohl er der Einzige war, der, glaube ich, der Einzige, der gegen den Ausschluss Orbans aus der EVP gestimmt hat. Also der ist ja nicht immer auf der Parteilinie sozusagen. Aber insgesamt, diese Vorgänge werden als unsolidarisch wahrgenommen.
ja, gerade in der Impffrage. Da ging er, glaube ich, ein bisschen zu weit und er hat ja auch falsche Zahlen genannt und man hat es eher als hinterhältig wahrgenommen, wie er sich verhalten hat. Und ich glaube, das hat dem Land nicht besonders gedient in dem Fall. Aber schauen wir mal in ein paar Jahren, wie es ist, also falls er noch an der Macht ist. Also das ist ja ein Prozess, ja. Und zurzeit hat er ein bisschen Bonität verloren, würde ich sagen. Aber das kann er vielleicht wieder gut machen. In der Migrationskrise sozusagen hat er vor allem in Deutschland, aber nicht nur, auch in Polen und in Ungarn natürlich, in diesen zentraleuropäischen Ländern, einen sehr guten Ruf gehabt. Nicht? Und die sehen ihn nach wie vor, glaube ich, eher positiv im Osten. Frau Budak? Ja, ich würde dem zustimmen, was da gesagt wurde. Ich glaube, dass auch sehr, also so diese verschiedenen Allianzen, die versucht wurden zu bilden, also da abgesehen jetzt von dieser Impfstrategie und den Auftritten und dem Versuch, also manchen Ländern da scheinbar zu helfen, die also weniger Impfstoff bekommen haben, aber das quasi als Gesamtstrategie zu verkaufen, gab es ja schon auch andere Allianzen, die zumindest überraschend waren. Also zum Beispiel die sparsamen 4 bzw. 5, das hat erstaunt, muss man sagen. Also auch die Herabsetzung der südeuropäischen Länder, also die auch wieder so eine Diffamierung, also die sind eh kaputt, ja, also vor allem auf Italien hin gemünzt. Also es gab schon immer wieder klare Positionierungen und Versuche, mit einigen Ländern Allianzen zu schließen und mit anderen eben nicht. Und das mit der Europäischen Volkspartei ist schon sehr erstaunlich, finde ich. Also dass da ein einziger der ÖVP oder der türkisen Abgeordneten sich für den Ausschluss, dass er da das begrüßt hat, also Ottmar Karas, alle anderen MEPs haben dagegen gestimmt, das ist schon erstaunlich. Also es gibt so, man hat den Eindruck, also von außen zumindest, dass es so den Versuch gibt, also immer wieder bestimmte österreichische und sehr nationale Interessen zu vertreten, wo das halt geht, das ist ja durchaus legitim, das machen alle, aber sich dann auch wieder sehr widersprüchlich ganz unterschiedlichen Gruppen anzuschließen. Ja, weil den Niederländern hat das mit der Impfstrategie gar nicht gefallen, den Dänen auch nicht. Ja. Also das ist so ein ziemlicher Kurvenkurs, ja, der hier eingeschlagen wird. Und ich glaube schon, dass das von vielen sehr kritisch gesehen wird. Herr Schäuber? Ich glaube, es ist relativ einfach, solange er Wahlen gewinnt, wird er Fans haben in Europa, innerhalb der europäischen Konservativen. Sobald er Wahlen verliert, wird ihn nicht einmal mehr die Bildzeitung wollen. Jetzt haben wir schon ganz viele Fragen, auf die wir dann auch gleich noch eingehen wollen aus dem Publikum. Was aber auch schon öfter gekommen ist und wo ich schon öfter drüber gelesen habe, war das Stichwort Alexander Schütz. Also wir kehren jetzt wieder ein bisschen zurück auf die nationale Sicht und zwar geht es, Alexander Schütz ist ja ein wichtiger Gönner von Sebastian Kurz und musste aufgrund der Wirecard-Affäre zurücktreten. Jetzt bewegt er sich doch im Umfeld von diesem ÖVP-Netzwerk, sei es Sidlo, Schmidt, Neumann, Ho. Und viele von diesen Beteiligten aus diesem Netzwerk sind jetzt angeklagt, in Haft oder auch verurteilt. Aber wird der Handlungsspielraum um dieses Netzwerk aus Strippenziehern und Gönnern enger, Herr Schäuble? Es ist jetzt schon einiges passiert. Vor einem Jahr noch hätte man, glaube ich, mit dem Thema Novomatic nur Insider locken können. Mittlerweile hat sich auch das in Verdienstarbeit im Ausschuss doch Bewusstsein dafür entwickelt, dass hier die Politik in Österreich unterwandert wurde. Sprache spricht ja zweimal. Im Ibiza-Wiederfall einmal sagt das berühmte Satz, Novomatic zahlt an alle. Und an einer anderen Stelle präzisiert das und sagt, Novomatic zahlt an alle drei.
also er meint ÖVP, SPÖ und FPÖ, nicht in alle drei im gleichen Maß, wie wir mittlerweile wissen, aber alle drei haben diesbezüglich jede Menge Dreck am Stecken. Und für alle drei trifft das jetzt so. Phänomen Schütz ist passiert jetzt gerade. In den kannte vor ein paar Wochen kaum noch jemand, nur Insider. Jetzt schwappt die Mastercard-Affäre zu uns rüber und wir sehen, mit wem der alle vernetzt war. Und alle, die sie vorher schon aufgezählt haben, dazu kommt noch der Oligarch Firtasch dazu, der in der USA mit Haftbefehl gesucht wird und wo unser Bundeskanzler in seinem Privatjet herumfliegt. Das sind sehr, sehr interessante Dinge und der Herr Schütz hat ganz konkret versucht, das alles zu verhindern. Es wurde jetzt eine Anzeige gegen ihn eingebracht vor einiger Zeit in Deutschland und er hat versucht, die Berichterstattung darüber zu verhindern, hat seine Anwälte Briefe schreiben lassen an die Medien, sie sollen die Berichte wieder löschen, die über diese Anzeige der Bundesfinanzaufsicht in Deutschland gegen ihn wegen Insiderhandel mit Wirecard-Aktien berichtet haben. Die sollen das zurücknehmen und löschen, was sie zum Glück nicht gemacht haben. Also eine Zeitung in Österreich hat es kurz gelöscht und hat es jetzt aber wieder getraut, online zu stellen. Die anderen haben teilweise nicht berichtet, muss man auch dazu sagen. Aber das wird vielleicht auch schwieriger werden in nächster Zeit, das so ein Thema totzuschweigen. Sehr, sehr interessant, was da noch weiter kommen wird. Die Vernetzung ist ganz groß, geht auch rüber zur FPÖ, zum Herrn Gutenos, der ein guter Freund ist. Der Herr Rosam taucht wieder auf in dieser Gruppierung, der Herr Ho, der mit seinen Innenstadtlokalen, der ja auch im Ibiza-Video eine große Rolle spielt. Also es ist schon erstaunlich, wir erleben momentan wirklich eine Zusammenführung wie in einem gut geskripteten Krimi. Und ja, da muss man einfach dranbleiben. Ich finde es schon wahnsinnig erfreulich, dass jetzt hier im Chat Leute nach dem Herrn Schütz fragen. Ich finde das ein ausgezeichnetes Zeichen. Ich bitte allen unseren Zuhörern, die möchte ich die Botschaft mitgeben, bitte weiter nach dem Herrn Schütz fragen, auch in nächster Zeit. Bitte dranbleiben, es liegt an uns allen. Herr Kanitschnik, kennen Sie den Herrn Schütz? Ist der außerhalb Österreichs schon aufgetaucht? Ja, weil er, glaube ich, auch von der BaFin in Deutschland, von der Finanzaufsicht in Deutschland untersucht wird. Insofern würde ich solche Publikationen, Zeitungen, Online-Zeitungen wie Zur Sache oder Express den Einfluss nicht runterspielen, weil ich glaube, Herr Schütz unterstützt ja auch Herrn Schmidt oder über seine Frau. Ja. Oder seine Frau. Das sind die Finanziers, die dahinter stecken. Und selbst wenn diese neuen Online-Plattformen relativ wenige Leser haben, die bekommen eine größere Wirkung, glaube ich, durch die sozialen Medien, weil wenn sie mit einer sogenannten Exklusivgeschichte wie gestern über Brandstätter kommen, das wird dann verteilt oder vielleicht wird es sogar von dem Bundeskanzler getweetet und wir reden ja alle drüber und Brandstätter muss ja sich dazu äußern zum Beispiel. Ne? Also selbst wenn sie nicht so viele Leser wie die Kronenzeitung haben, muss man auch bedenken, dass sie ja ein anderes wirtschaftliches Modell haben. Ja? Also das ist, die brauchen nicht profitabel zu sein, ja? Wenn jemand wie Schütz dahinter steckt. Es liegt ja nicht nur daran, dass Herr Schütz dahinter steckt, sondern auch, dass sie ja teilweise als Medien aus den Parlamentsclubs gegründet wurden und deswegen schon eine gewisse Grundsatzfinanzierung mitbekommen auf den Weg. Frau Wodak, wie sehen Sie das? Ja, ich habe das auch sehr genau verfolgt. Zunächst einmal, muss ich sagen, glaube ich, in Zack-Zack zum ersten Mal was darüber gelesen. Es ist mir gleich aufgefallen, dass da also diese Netzwerke immer größer und komplizierter und komplexer werden und alle mit allen in irgendeiner Form in Verbindung stehen. Und ich denke auch, dass man da das genau beobachten muss. Also offenbar hat der Herr Schütz also Probleme bekommen, wie er sich auf die Financial Times eingeschossen hat und gebeten hat, dass man ihm da hilft. Also das ist ja auch schon bezeichnend, dass jemand also eine derartig weitreichende und sehr Zeitung mit sehr großer Qualität so angreift, was da für eine Hybris vorhanden ist. Also was
was da für eine Selbstüberschätzung vorhanden sein muss, dass man glaubt, dass man so eine Zeitung einfach irgendwie der schaden kann, sie stilllegen kann, sie wegräumen kann oder sonst was. Also das führt mich wieder auch zu dem Punkt irgendwie zurück, nicht? Wo kippt es? Ja? Wo sind die Grenzen, wo es dann nicht mehr so weitergeht in dieser Normalisierung und in der Schamlosigkeit und in der Akzeptanz, so zumindest für viele. Es halten natürlich auch viele dagegen. Und ich glaube, diese Wirecard-Affäre zeigt das ganz gut. Also bin genauso gespannt wie alle anderen, wie sich das weiterentwickelt. Eine letzte kurze Runde möchte ich ein bisschen diese Überheblichkeit und Selbstüberschätzung aufgreifen. Nun ist es ja nicht das erste Mal, dass die junge ÖVP über Chatprotokolle stolpert. Das sind sie ja das erste Mal 2017 im Zuge der ÖH-Wahlen, als bekannt wurde, dass in einer WhatsApp-Gruppe der Aktionsgemeinschaft Juridicum rassistische, sexistische und teilweise auch behindertenfeindliche Bilder und Kommentare in den Umlauf gebracht wurden. Mir und ich glaube auch anderen stellt sich einfach die Frage, die Akteure, die jetzt in diesen ganzen Chatprotokollen vorkommen, sind aus einem ähnlichen oder gleichen Umfeld und sie stolpern wieder über Chatprotokolle. Ist das ein Zeichen von Überheblichkeit und Selbstüberschätzung des Hauses auf Kurz oder des inneren Zirkels rund um Sebastian Kurz, Frau Wodak? Ja, ich glaube, es ist ein Zeichen von Inkompetenz, mit solchen Medien umzugehen. Ja? Also die WhatsApp-Gruppe war ja ein anderer Fall. Da ging es vor allem um Antisemitismen, Sexismen und behindertenfeindliche Chats. Und da gab es einen Whistleblower. Ja, also das war eine ganz andere Geschichte jetzt als mit den Schmidt-Chats und so weiter. Aber dass die junge ÖVP, deren Obmann ja Kurz lange Zeit war, sich so eine Gruppe gebildet hat, um die einander solche wirklich menschenverachtende Inhalte zugeschickt hat, war erstaunlich. Es ist nicht wahnsinnig viel danach passiert, das muss man auch sagen, obwohl die Universität Wien hat sich dann sehr bemüht. Also wir haben eine Ringvorlesung über Antisemitismus, über Xenophobie, Fremdenfeindlichkeit. Es hat sich an der Uni viel getan, aber nicht so sehr dort, was die junge ÖVP betroffen hat. Und ebenso hier bei den Schmidt-Chats scheint es ja so zu sein, dass man geglaubt hat, dass man das gelöscht hat, aber nicht wirklich gelöscht hat, weil man vergessen hat, dass das eben auch in der Cloud gespeichert wird. Also ich denke, dass da viele Leute noch nicht wirklich verstanden haben und wissen, wie man mit solchen Medien überhaupt umgeht. Mich ärgert übrigens auch sehr, dass viele Parlamentarier, die Regierung eingeschlossen, ständig an ihren Handys herumtun, statt im Parlament einander zuzuhören. Ja, das ist auch so eine Verachtung des Prozesses, meiner Meinung nach. Und die Hybris zeigt sich ja eher dann in den Inhalten dieser Chats. Ja? Also, dass man meint, den Generalsekretär oder den Vertreter des Bischofs irgendwie so abputzen zu können, dass man also diese staatstragenden Handlungen so untereinander wirklich austauscht in dieser sehr schnoddrigen Weise. Das zeigt schon, dass man offenbar glaubt, es gehört einem alles. Ja? Man kann da einfach so diese staatstragenden Geschäfte ausführen. Aber insgesamt denke ich, dass die Medienkompetenz nicht vorhanden oder schlecht ist und dass da einiges dazugelernt werden müsste. Herr Schäuble?
Ja, man könnte eine Parallele zu den Abhörprotokollen Grasser, Maischberger, Blech ziehen. Die Erkenntnis, die damals gezogen wurde, nachdem das in der Öffentlichkeit bekannt war, geworden ist, war in erster Linie, die sind gar nicht so raffiniert, wie man glaubt. Da haben viele vorher geglaubt, das ist ein raffiniertes Wirtschaftsverbrechen, das mit ganz ausgeklügelten Machenschaften und zusammenläuft. De facto hat sich aber gezeigt, es war, wo war meine Leistung? Also es war wirklich ein relativ primitiver Schmäh, der dahinter gestanden ist. Und Ähnliches ist jetzt bei diesen Schmidt-Chats. Wir sehen, sie sind nicht so gescheit, wie wir sie vielleicht halten. Weil das ist für mich eine Grundeigenschaft der bisher bekannt gewordenen Sachen. Es ist nicht äußerst intelligent, die Art und Weise, wie da miteinander umgegangen wird und wie die Deals gemacht werden. Möglicherweise sind auch wir in die Falle gegangen und haben so viele Dinge hineininterpretiert in Sebastian Kurz und in seinen Freundeskreis. Und es zeigt sich vielleicht jetzt doch auch unser Eins, dass wir ihn in manchen Dingen überschätzt haben. Das nehme ich so auf. Herr Kanitschnik, in Deutschland oder außerhalb Österreichs sind solche Chatprotokolle und solche Untersuchungen vorstellbar oder dass die Akteure davon immer noch an politischen Machtpositionen sitzen? Ich glaube, heutzutage ist ja alles vorstellbar, also aufgrund der neuen Art der Kommunikation. Aber ich glaube, dass was diese Chats vor allem zeigen, ist, dass diese Politiker im Gegensatz zu früheren Zeiten, vielleicht nicht, dass ja alles früher besser war, aber in meinen Augen fehlt ihnen ein gewisses Format. Ja? Also wenn man an die alten Obmänner der ÖVP denkt, also die hatten wenigstens ein bisschen mehr Format. Und die würden sich, glaube ich, jetzt für diese Leute ein bisschen genieren, also für diese Generation. Das zeigt also, was wir gesehen haben, auch von einer gewissen Unreife, ja, wie sie miteinander umgehen. Ich glaube, das Hauptproblem aber ist, dass sie ja keine politische Überzeugung haben. Sie haben keinen Kompass. Ich wüsste nicht, wofür die stehen politisch. Ja? Und das ist etwas, was es früher auch nicht so gegeben hat. Also ich wusste zum Beispiel, was Wolfgang Schüssel für politische Ziele hatte. Ja? Und dasselbe für Branitzky und für andere. Beim Kurz habe ich wirklich keine Ahnung. Also der spielt in Europa ein bisschen so den Asterix, den Gallier und ist manchmal anti-europäisch, manchmal pro-europäisch. Also da weiß man nicht so genau. Und ich glaube, in der Innenpolitik genauso. Und genau bei dem Beispiel Öberg mit Herrn Schmidt, was war das eigentliche Ziel da? Ja, es war ja nur, an die Macht zu kommen. Und ich glaube, das ist das Grundproblem, dass sie verfolgen wirklich keine politische Zielsetzung. Darf ich da nur ganz kurz was sagen? Also ich sehe das nicht ganz so. Ich glaube, es gibt schon eine klare politische Zielsetzung, abgesehen von davon, dass Macht auch eine klare Zielsetzung ist. Also es werden die Reichen reicher. Es ist ein ganz klar sind bestimmte Agenda. Also jetzt gibt es einen Konflikt zur Höhe des Arbeitslosengeldes, wo diese Regierung das eher vermindern will. Oder die türkise ÖVP, während die Opposition, das eher vor allem die Sozialdemokraten, das erhöhen will. Also es geht schon in Richtung eben wirklich einer konservativen, neoliberalen Politik. Also diese Agenda sind schon ersichtlich. Und auch die Privatisierung, denke ich, man könnte spekulieren, ob da nicht einiges noch vor der Tür steht, insbesondere wenn wir jetzt in das Land wie die ganze Welt in große ökonomischen Krisen hineinkommt. Also ich sehe nicht so eine Ideologie, wenn Sie so wollen, Losigkeit. Ja, ich sehe schon Opportunismus, ja, verschiedene sozusagen sich nach dem Wind drehen, aber es sind schon auch ganz klare Agenda. Es ist auch eine starke katholische, also zumindest Rhetorik vorhanden. Also die Pandemie wurde ja nach bestimmten christlichen Feiertagen ausgerichtet. Das war schon sehr
überraschend, auch das wahrzunehmen, von der Auferstehung bis zu Weihnachten und so. Also es ist schon eine ganz klare konservative Handschrift. Und, wobei es gibt ja auch viele Widersprüche. Zum Beispiel, ja. Also beim Thema Katholizismus, also der Kurz ist nicht verheiratet zum Beispiel. Ja? Er ist ein ÖVP-Obmann, der nicht einmal fertig studiert hat. Das sind Dinge, die in der Vergangenheit unmöglich gewesen wären. Er koaliert ja einmal mit der FPÖ und ein paar Jahre später mit den Grünen. Also das ist ein bisschen verwirrend, ja, würde ich sagen. Also für einen Wähler, der sich orientieren will. Es gibt natürlich hier und da konservative Handschrift. Es ist eher wirtschaftsliberal, wenn man so will, aber auch nicht durchgehend. Und deswegen sage ich ja, also unter einem Buzek oder so, da wusste ich genau, wofür er steht, was seine Philosophie war. Die haben eine Politik, keine Zweifel, aber die haben keine politische Philosophie, würde ich meinen. Oder die ist vielleicht nicht so stark ausgeprägt wie früher. Gut. Damit würde ich mal meine eingebrachten Fragen schließen und weil wirklich viele spannende Fragen dabei sind, zu den Publikumsfragen übergehen. Und eine davon, die mir schon seit Anbeginn unter den Nägeln brennt, weil sie ganz am Anfang gestellt worden ist, ist eine sehr spannende, nämlich die Frage, werden Sebastian Kurz und Thomas Schmidt am Ende nur eine Fußnote der österreichischen und der ÖVP-Geschichte gewesen sein, Frau Rodack? Da bin keine Prophetin, keine Ahnung. Ja? Also das hängt wirklich davon ab, wie sich diese Affäre, wenn man so will, weiterentwickelt, wie lange diese Regierung hält, was dann noch passiert. Das kann man einfach so nicht sagen. Also wir wissen auch nicht, ob die Pandemie eine Fußnote in der Geschichte sein wird oder nicht. Ja? Die Regierung ist auch stark mit der Pandemie in Zusammenhang zu bringen. Also dazu kann und will ich mich nicht ernsthaft äußern. Das verstehe ich. Herr Grenitschnick, für Sie ist auch eine Frage dabei, nämlich ein Zuseher möchte gerne wissen, auf was für eine Fortsetzung und ob wir uns noch auf eine Fortsetzung von House of Kurz freuen dürfen. Ja, ich glaube schon. Also wir haben heute ein längeres Stück gebracht. Wir bleiben am Ball, weil ich finde, dass es ziemlich wichtig ist, dass man das Thema Österreich ja auch in Europa bespricht und dass das alles nicht so im Verborgenen bleibt. Das ist ja ein Teil des Problems, glaube ich, dass in vielen europäischen Ländern, dass die Innenpolitik nur im Inland besprochen wird und man merkt dann erst, wo es zu spät ist, was in den letzten Jahren passiert ist. Also beim Beispiel Ungarn war das der Fall. Ja, man hat das ja ein bisschen ignoriert und das sind ja Prozesse, die längerfristig laufen. Also der Orban war ein Liberaler, er ist ja nicht über Nacht zu einem Diktator geworden. Und dasselbe gilt für die Polen. Also insofern freue ich mich auf die Berichterstattung. Wir uns auch. Herr Schäuber, für Sie war auch eine Frage bei uns. Sie haben vorher das Damoklesschwert der Handys angesprochen, Strache und Schmidt. Und ein Zuseher hat gefragt, was wird denn da noch kommen und wie Ihre Einschätzung dazu aussieht. Und wie viele ÖVP-Handys man noch finden könnte. Das ist die Frage, ob sie noch weitere, vor allem die werden jetzt dann, glaube ich, doch mit dem Löschen ein bisschen geschickter gewesen sein, als der Thomas Schmidt, der daran gescheitert ist. Weil er hat natürlich alles gelöscht, er hat sogar den Löschvorgang mit Chats dokumentiert, nur hat er nicht daran gedacht, dass er ein Backup hatte. Also eine besondere Blödheit. Weil vorher die Frage mit der Fußnote, ich finde, das habe ich schon einmal beantwortet, beim Kurz weiß ich es nicht, aber bei Thomas Schmidt glaube ich nicht, dass eine Fußnote der Geschichte ist, sondern eher das Popoci-Emoji, das ist hinzutreffende sein wird. Was noch kommen wird, ich glaube, viel Spannendes. Ich glaube, es ist einfach sehr viel da. Ich habe heute in meinem Podcast ein bislang noch unveröffentlichtes SMS vom HC Strache veröffentlicht. Und das Schmidt-Handy steht wirklich erst am Anfang. Und es wird viel Interessantes sein und es wird natürlich auch an der Öffentlichkeit liegen,
da immer wieder nachzufragen, weil natürlich die Versuche, Nebelgranaten zu schießen und von diesem Thema abzulenken, werden zunehmen in nächster Zeit, wird noch mehr kommen, umso mehr wichtig auch, sich anzuschauen, welche Medien wie darüber berichten. Auch da können wir sehr, sehr viel lernen, auch über diese SMS, die noch kommen werden. Das wird sehr, sehr interessant werden. Und um es an einem Beispiel zu sagen, ich fand es sehr schön, in letzter Zeit zu beobachten, wie die unterschiedlichen Medien über den Untersuchungsausschuss berichtet haben. Also man konnte davon ausgehen, wenn in einer Zeitung gestanden ist, Schlammschlacht und Hickhack oder in einer Fernsehsendung, dann wo kannte man die Agenda. Dann ging es darum, den Inhalt, über den gesprochen wurde im U-Ausschuss, nicht zu thematisieren, sondern nur darüber zu sprechen, dass jetzt vielleicht jemand eine Wurstsemmel gegessen hat oder ein böses Wort gesagt hat oder sonstige Unwesentlichkeiten, die vom Thema ablecken sollen. Und solche Versuche werden wir, glaube ich, in nächster Zeit ganz intensiv sowohl von Politikern als auch von Medien erleben. Eine Frage war auch noch für Sie dabei, nämlich ob Sie aus Ihrer persönlichen Einschätzung sich vorstellen können, dass solche Formate wie die Staatskünstler oder die Vierter oder die Nacht Österreich im Vergleich zu Deutschland nach diesen Umbrüchen im öffentlichen rechtlichen Rundfunk nicht mehr möglich sein werden. Sie sind momentan nicht möglich, leider. Sie waren möglich und wir konnten mit den Staatskünstlern alle Freiheiten und auch mit die Vierter und mit dem Donnerstag. Und das geht momentan nicht. Es wird einem natürlich nicht so gesagt, sondern wir haben gesagt, wir haben leider kein Geld dafür und es ist Krise und es ist ganz schwierig. Ob sich das ändern wird, weiß ich nicht. Ich kann es hoffen und unabhängig jetzt von meiner Person, ich finde es an sich wichtig, dass es das gibt. Das gehört in einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gemacht. Und in Deutschland gibt es mehrere Formate, die auch funktionieren. Das haben auch bei uns die Formate funktioniert an sich, aber sie sind einfach jetzt nicht gewünscht. Und ich kann noch hoffen, dass sich das wieder ändern. Im August sind Wahlen eines neuen GDs. Ja, vielleicht ergibt sich danach eine Verbesserung oder ist es auch möglich, dass es noch schlechter wird. Will ich auch nicht ausschließen. Material wird es ja genug geben. Das ist nicht das Problem. Ja, es ist eine seltsam humorlose Ansammlung von Menschen. Ja, also jetzt ist rein persönliche Meinung. Es also selten so wenig Humor. Nicht? Also immer wieder wird ja in Österreich gepriesen, also weiß ich, wir können alle Schmäh führen oder sonst was. Also so wenig Humor habe ich selten bei vorhandenen Politikern und Politikerinnen jetzt vernommen in letzter Zeit. Also auch da ist etwas verloren gegangen oder auch eine Charakteristik. Also ja, es geht einem wirklich ab. Da kann ich nur recht geben. Ein weiteres Thema, das natürlich sehr umfangreich ist und ich gar nicht weiß, ob wir das in wenigen Minuten jetzt noch behandeln können, die uns verbleiben, ist die Aktenlieferung von Lümmel an den VfGH und die Exekution oder die fast stattgefundene, weil es war ja dann tatsächlich nicht so die fast stattgefundene Exekution unseres Bundespräsidenten. Und die Frage, die sich uns Zuschauer stellt, und ich weiß gar nicht, ob wir die hier wirklich beantworten können, aber ich würde gerne das Thema einbringen, ist, ob sich auch Sebastian Kurz diese Exekution stellen wird. Das liegt natürlich beim VfGH. Das können wir jetzt natürlich nur prognostizieren, aber ich darf mal das Wort geben an die Frau Bodak dazu. Also wie schon einmal gesagt, bin keine Prophetin, weiß das nicht und schon gar nicht juristisch gebildet. Daher kenne ich auch diese Gesetzes- Details nicht. Ich denke aber, dass da, also zumindest wie das in der Öffentlichkeit rübergekommen ist und wie ich das in seriösen Medien auch verfolgt habe, also dass wirklich da versucht wurde, zumindest was herauszuzögern, diese Herausgabe und auch wieder in alle möglichen Ausreden zu verbrämen, die wir ja auch gestern in diesem Interview gehört haben. Also alles zu machen, was es dem Untersuchungsausschuss möglichst schwer machen wird und kann und möglichst alles, um einen berühmten Satz, der in einem anderen Zusammenhang gesagt wurde, alles in die Länge zu ziehen. Also das scheint irgendwie hier das Programm zu sein. Wir wissen, wann der Untersuchungsausschuss zu Ende geht. Ich nehme nicht an, dass er noch einmal verlängert werden wird. Also
man ist beschäftigt, nicht? Und wie das jetzt mit dem Handy des Bundeskanzlers ablaufen wird, ist, weiß ich nicht. Ich frage mich, und ich habe ja damals meinen Kommentar im Standard ja auch damit irgendwie begonnen, mit Van der Bellens, so sind wir nicht. Ja? Und ich frage mich schon, wann der Bundespräsident eine wiederum klare solche Ansage machen wird. Also viele Leute, denke ich, und auch ich warte eigentlich wieder auf eine ganz klare auch Analyse oder zumindest einen Frame, einen Appell des Bundespräsidenten, der das wieder in andere und geordnete Bahnen zumindest versucht zu lenken. Also das fehlt. Es passiert jetzt sehr viel, wo wir die Orientierung sozusagen von dieser Autorität irgendwie fehlt. Herr Konitschnik, in Deutschland undenkbar, oder? Ja, natürlich, die sind sehr verfassungstreu in Deutschland und die schauen schon, dass alle sich ja an die Regeln halten. Das war natürlich eine Provokation, aber das ist ja das gleiche Muster. Also, ja, ich meine, ich stelle mir Backstage die Diskussion so vor, dass sie sich sagen, ja gut, also probieren wir mal und schauen wir mal, was ob sie ausgeht oder nicht. Das ist ja wieder mal also diese Schamlosigkeit, die zum Vorschein kommt. Und es wird weiter so gehen, fürchte ich. Aber ich bin trotzdem optimistisch. Also die Van der Bellen hat das direkt angesprochen. Er hat sich nicht geweigert. Das ist natürlich ein gutes Zeichen, ob Kurz sein Handy preisgeben wird oder nicht. Also ich glaube, er wird das nicht freiwillig machen, sagen wir mal so. Aber er ist, glaube ich, sowieso am absteigenden Ast. Also nach allem, was wir jetzt schon wissen, das ist nur eine Frage der Zeit. Und ich bin sehr gespannt, wie Herr Schäuber, was die Auswertung des Schmidt-Handys ans Licht bringen wird. Ich habe auch noch eine Frage an Sie beide, nämlich direkt aus dem Publikum, nämlich Herr Schäuber, Ihnen wurde jetzt freigestellt, ob der Standard oder der Falter, zwei Medien, für die Sie ja auch tätig sind, von Informationen auch aktiv ausgeschlossen werden oder ausgeschlossen werden. Und Herr Konitschnik, an Sie, ob Sie denn schon mal zu einem Hintergrundgespräch bei unserem Bundeskanzler eingeladen worden sind. Wir beginnen mit Herrn Schäuber. Ich habe es nicht ganz verstanden. Was ist die Frage? Ob Medien, für die Sie arbeiten, der Standard und der Falter, denn schon mal von Informationen ausgeschlossen worden sind, aktiv? Ja, nachdem ich in beiden Fällen nicht in der Redaktion bin, kann ich das nicht wirklich sagen. Was ich gehört habe, ja, gab es bei Hintergrundgesprächen schon. Es war auch das damals Justiz-Hintergrundgespräch wurde ja deshalb vom Falter veröffentlicht, weil sie eben genau dort nicht eingeladen war, weil ja Hintergrundgespräch so definiert wird, dass es die Information nicht nach draußen gehen soll. Aber das geht sehr schnell. Ich habe das im Untersuchungsausschuss erlebt, dass dann der Sebastian Kurz auch zu mir hingegangen und hat mir was gesagt und hat gesagt, aber das ist ein Hintergrundgespräch, damit ich nicht weiter davon erzähle, was ich mich natürlich halte in dem Fall. Aber das, ja, ich glaube, nur die Strategie ist nicht wirklich flächendeckend. Also ja, es gibt sicher Benachteiligungen für Medien in Österreich, die dann was nicht erfahren oder später erfahren, aber ich glaube, es ist irgendwann erfahren das sowieso. Und weil die Frage war, mit dem, wer das ein Handy abliefern oder was, dazu möchte ich mir eine Beobachtung aus dem Untersuchungsausschuss beitragen. Ich war dreimal dort, unter anderem auch an dem Tag, wo Sebastian Kurz einvernommen wurde. Und da wurde er auch gelöchert wegen seines Handys und seiner Termine. Und da hat dann der ÖVP-Abgeordnete Gerstl einen Zwischenruf gemacht, der das Phänomen für mich auf den Punkt gebracht hat. Er hat hineingerufen, der Bundeskanzler will davon nichts wissen, das heißt auch, er weiß nichts davon. Und ich glaube, das wird doch mehr denn die Strategie von Sebastian Kurz bleiben zu diesem Thema. Spannende Strategie. Beeindruckend. Herr Konitschnik, sind Sie schon mal beim Hintergrundgespräch gewesen? Beim Hintergrundgespräch nicht. Also ich habe den Kanzler ein paar Mal interviewt. Meine Kollegen in Brüssel haben, glaube ich, Hintergrundgespräche mit ihm geführt. Das war aber vor dem House of Good. Mal schauen, also wie sie sich in Zukunft uns gegenüber
Verhalten. Aber für uns ist es vielleicht nicht so wichtig wie für die österreichischen Medien, weil wenn Sie in Wien sitzen und bei einer Zeitung arbeiten, Sie brauchen diese Informationen. Also Sie brauchen jetzt den Zugang zu wichtigen Persönlichkeiten, Ministern und so weiter. Und insofern ist das eine miese Taktik, Leute auszuschließen und alles der Krone und Kurier. Wie man immer euer Kurier zu geben. Aber das kommt nicht nur in Österreich vor. Ja? Also das ist eine beliebte Taktik der Politik. Ich möchte Sie jetzt alle drei einladen zu einem Abschlussstatement und einer persönlichen Einschätzung mit ein bisschen Fernblick. Frau Wodak. Ja, also ich denke, es ist eine unglaublich interessante und überraschende und spannende Zeit, jetzt auch eine gefährliche Zeit. Und ich kann also so über die Zukunft nur spekulieren, aber ich denke, dass es sehr wichtig ist, sehr genau hinzuschauen, sehr genau das zu verfolgen, zu versuchen zu verstehen, verschiedene Quellen sich anzuschauen, wenn man das kann, und eben nicht eine solche Normalisierung zuzulassen. Also es geht ja immer wieder um die Frage, wo sind die roten Linien? Also da gibt es eben auch Gesetze, aber es gibt ja auch Konventionen, Traditionen, Höflichkeiten und es gibt eben auch bestimmte Grenzen, die, denke ich, wir alle nicht wollen, dass sie überschritten werden. Und der Weg zu einem eher autoritären Staat, der geht ja nicht jetzt von heute auf morgen, sondern das sind kleine Schritte, die passieren. Und diese Schritte muss man, glaube ich, sehr genau beobachten, damit man sie eben auch hintanhalten kann. Und dazu sind kritische Medien, aber auch eine Zivilbevölkerung und Zivilgesellschaft ganz, ganz zentral. Ich glaube eben, und das ist mein Sukkus daraus, wir müssen alle sehr wachsam sein, was da jetzt vorgeht. Danke. Herr Schäuber? Kann ich mich noch voll inhaltlich anschließen. Ich glaube auch, dass, weil wir geredet haben, wie lange wird es dieses Phänomen geben und so. Das lässt sich nicht sagen, es wird vor allem auch auf seinen Erfolg ankommen. Also weil die Frage war, vorher gesehen habe, ob die ÖVP, wie es innerhalb der ÖVP ist, ob die nicht dann irgendwann denen auch reicht, solange er Wahlen gewinnt, wird er genug Backup aus der ÖVP auch haben. Wie das weitergehen wird, lasse ich überhaupt nicht sagen. Aber es kommen auf jeden Fall sehr interessante Informationen auf uns zu. Und es ist wichtig, das wahrzunehmen. Um ein konkretes Beispiel noch zu sagen, der Versuch jetzt die Möglichkeit, Hausdurchsuchungen einzuschränken per Gesetz, hat doch auch eine Öffentlichkeit erreicht, die breit genug war zu sagen, Freunde, das geht gar nicht und das ist eine völlige Schnapsidee, Hausdurchsuchungen künftig zu verbieten. Also die Angriffe, die auf die Justiz gefahren wurden, haben schon gezeigt, dass es den Leuten nicht wurscht ist und dass da nicht alles reingeht. Und wenn die Grünen halbwegs bei Sinnen sind, werden sie auch da nicht das nicht zulassen, dass das einfach da drüber gefahren wird. Und alles andere, ja, ist offen. Bin auch gespannt, welche Oppositionsparteien sich in der Situation irgendwie profilieren können, dass sie da was beitragen will. Auch das ist nicht so selbstverständlich, dass man sagt, die brauchen nur warten, was da daherkommt. Es werden wahrscheinlich auch wirtschaftlich schwierige Zeiten auf uns zukommen in nächster Zeit und auch, ja, da wird sich eher mal zeigen, wer da irgendwelche Konzepte dafür hat. Das geht momentan ein bisschen unter. Vielen Dank. Herr Knitschnick? Ich finde, es wird sehr wichtig sein, dass die Öffentlichkeit das Interesse nicht verliert und dass es zu einem Verdruss kommt, weil diese Geschichten, die sind auch zum Teil sehr kompliziert, ja, also was wir gerade besprochen haben mit Herrn Schütz und so und die diversen Untersuchungen, und da verliert man ja schnell den Überblick.
Und das wäre ja dann schade, weil da ist es ja einfacher für die Politik oder für die handelnden Personen, das alles unter den Teppich zu kehren. Also das haben wir in den Vereinigten Staaten gesehen, ja, wo mit Trump, wo quasi täglich ja neue Skandale explodiert sind. Und da hat man sich dann nicht mehr erinnern können, was vor 2 Wochen passiert ist. Ja? Und das entwickelt sich jetzt eine ähnliche Dynamik, ja, in Österreich, finde ich. Und deswegen, wie Herr Schreiber und Frau Woda gesagt haben, ist die Presse hier sehr, sehr wichtig und wirklich als vierte Gewalt wahrzunehmen. Und ich ermutige die Kollegen in Wien auch am Ball zu bleiben. Ich möchte zum Schluss jetzt nochmal Ihren Artikel bemühen, Herr Knitschnick. Sie haben geschrieben, als Sebastian Kurz 2017 die Macht in der ÖVP ergriffen hat, haben wir uns und haben sich viele gefragt, ist das alles nur eine clevere Marketingstrategie oder kommt es wirklich zu großflächigen Veränderungen? Und beschlossen haben sie es mit, zumindest haben wir jetzt alle unsere Antwort. Und das möchte ich jetzt, das dachte ich mir, das muss ich heute bemühen als Endstatement. Ich möchte mich bei Ihnen drei sehr herzlich bedanken. Es war eine sehr spannende Diskussion, die Rückmeldungen der Zuhörer. Sie bedanken sich alle für eine sehr anregende Diskussion, die auch zur Zivilcourage motiviert. Und ich finde, das ist ein schöner Schlusssatz, den man so stehen lassen kann. Die Zivilcourage muss motiviert werden, damit keine Verdrossenheit entstehen kann. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend und ich bedanke mich sehr herzlich bei den Zusehern, aber natürlich auch bei Ihnen drei für Ihre Zeit und für Ihr Engagement und für Ihre Beiträge. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Danke auch Ihnen. Idealism prevails. Make the world a better place.